Herr Wendt, das IEC General Meeting vor anderthalb Jahren, ich erinnere mich noch gut, ja. Die Aufbruchstimmung und der Startschuss in die Digitalisierung der Normung. Sie haben von einer ganzen Menge Umbruchssituationen geredet, die die Digitalisierung mit sich bringen wird. Jetzt haben wir ja heute ganz, ganz viele Aspekte gehört, ja, und nicht zuletzt hier von Herrn Schulz auch noch ganz deutlich Herausforderungen, die sich ergeben. Sie haben es heute Morgen sehr schön in einem Satz für mich formuliert: Veränderung ist die neue Kontinuität. Ja. Ist die Normung hier in Deutschland reisefertig? Ja, das ist eine gute Frage. Und ich glaube, wenn man in dem Bild mal bleibt, dann würde ich schon sagen, dass wir ja, uns reisefertig gemacht haben, dass wir bereit sind in der Normung für den Aufbruch, auch schon die ein oder andere Exkursion in die digitale Welt ganz erfolgreich getan haben. Aber die große Reise, die steht uns noch bevor. Der Aufbruch aus dem sicheren Zuhause in die Welt, um das Bild weiter zu verwenden. Das Verständnis ist, glaube ich, in unserer Community komplett angekommen, dass wir Normung, die Norm selbst, die Art, wie wir arbeiten, dass wir uns sehr schnell anpassen müssen. Und wir haben ja gerade noch mal von der extremen Dynamik, von der exponentiellen Entwicklung gehört, dass das wirklich sehr schnell gehen muss. Wir haben, ich glaube, das muss man auch sagen, viele, viele Aktivitäten gestartet, gerade in der DKE, viele Bälle in der Luft. Jetzt geht es aber auch darum, wirklich die Dinge zu Ende zu bringen, wirklich mal durchzubohren. Mit dem General Meeting hat Deutschland, unsere Community, eine große Erwartung international ausgelöst. Und wir gelten schon ein bisschen als Vorbild, aber wir werden natürlich auch genau beobachtet. Und ich denke, jetzt ist Zeit, dass wir liefern müssen. Also wir müssen es auf den Weg machen. Herr Hinz, Herr Teigeler hat heute Morgen auch schon ein Stichwort genannt, das Thema Ethik, wie sich das in die Normung mit integriert. Es kommen eine ganze Menge gesellschaftliche Aspekte hinzu. Was verändert sich da für Sie in der Normung? Ich glaube, man muss mal unterscheiden, was ist Normung und was ist das Umfeld der Normung. Normung an sich, und Sie haben es eben, Herr Schulz, gesagt, ein Wort ist ein Instrument, von dem ich überzeugt bin. Ich meine, ich komme jetzt aus dem industriellen Umfeld, Entwicklung, Technologie, Energiebranche, die ein fester Bestandteil einer Produktentwicklung sein sollte und sein muss aus diversen Gründen, die wir im Verlauf des Tages gehört haben. Was sich aber meiner Ansicht nach fundamental verändern muss, ist einmal die Art der Normung, also ein Stichwort von vielen, von der Komponentennormung zur systemischen Normung. Da kommen wir, glaube ich, nicht umhin. Und der zweite Aspekt sicherlich, die Methodik muss sich ändern, die dahinter steht. Und da ist Ethik ein Teil davon, der sich ändern muss. Wer mich aus meinem früheren Umfeld kennt, würde sagen, und das aus dem Munde vom Hinz. Ich glaube, wir brauchen neben den technologischen Aspekten, die Dr. Reigel heute Morgen nannte, brauchen wir in Zukunft, Herr Teigler, ich möchte keine Stellenanforderungen morgen sehen, Ethiker, Pädagogen, Didaktiker, Philosophen und Juristen, die fest in die Methodik zukünftiger Normenentwicklung implementiert sein müssen, unter anderem aus dem Aspekt der systemischen Herangehensweise. Also braucht es neue Stakeholder auch mit? Richtig, ja. Ja. Herr Professor Eul, Sie sind, ich habe gesagt eingangs, auch Investor im Silicon Valley. Sie beobachten das ja sicher sehr genau. Und ist denn die elektrotechnische Normung aus Ihrer Sicht in Deutschland noch zeitgemäß? Wie sehen Sie das? Ja, wir sehen ja, dass da im Moment viel, viel getan wird. Und ich denke, das Thema Normung ist mit Sicherheit ein ganz, ganz wichtiges. Und auf der anderen Seite wurde eben schon gesagt, es verlangsamt den Prozess. Da müssen wir unheimlich Acht geben, dass uns das nicht auf die Füße fällt. Jeder weiß, Systeme, die standardisiert waren, die genormt waren, das sind die großen Erfolge gewesen. Da hat man Investitionssicherheit und da weiß man, worauf man sich einlässt, etc. pp. Und wir haben solche Systeme auch standardisiert. Oder es hat halt irgendeiner gemacht, weil er so viel schneller war als die anderen, dass er einen technologischen, einen zeitlichen, einen finanziellen Vorsprung hatte und einfach de facto Normen geschaffen hat. Haben wir eben auch schon wieder gehört. Wird dann ruckzuck gemacht. Eins ist sicher, fragmentierte Märkte waren selten gute Märkte. Insofern glaube ich, tun wir als Standort gut daran, uns der Stärke der Normung bewusst zu sein, aber auch der Gefahren, dass das Normen eben auch eben lange dauert. Und wir sehen, wie das woanders einfach anders geht. Wo das woanders alles geht, Stichwort, vielleicht eine kurze Nachfrage. Unsere Werte, also ich habe eben hier mal so Werte mitgenommen, Leben gleich Arbeit.
Arbeit, Follow the Money, das hat jetzt irgendwie nicht so viel zu tun mit Konsens, Dienst an der Gesellschaft, Offenheit und so weiter. Ne? Ja. Wie gehen wir mit so einem Spannungsfeld oder Diskurs da um? Ja, also wenn ich das jetzt aufgreife, da fällt mir erstmal was ein, was ich auch da drüben gelernt habe. Und das ist, nice people finish last. Und da muss man tatsächlich Acht geben. Ich bin fest davon überzeugt, wenn man in einem stabilen Werteumfeld arbeitet, ist man wahrscheinlich als Team am besten dran. Genauso gut bin ich aber auch davon überzeugt, dass wir oft auch denken, tue Gutes und träume davon, dass die anderen auch Gutes tun. Es hat noch nie funktioniert. Die Welt ist ein Verteilungswettbewerb, das ist ein Verteilungskampf, hat noch nie funktioniert und dann sind auch immer welche dabei, die überhaupt nicht nach den Regeln spielen und wo nur ein egoistisches Skript die Rolle spielt. Ich glaube, da sind wir zu naiv. Nichtsdestotrotz, Normung, glaube ich, muss sein. Wir brauchen das für uns. Es ist für uns Jahre, Jahrzehnte lang gut gewesen, das zu tun. Und ich glaube, unsere Industrie braucht das. Mhm. Wenn ich jetzt die Werte nehme, ja, das ist im Silicon Valley zum Beispiel ganz hoch. Jeder hat diese Phraseology drauf, ne? For the better good, as a good citizen und so weiter und so fort. Und genauso gut wissen wir, dass das Land der großen Widersprüche ist und dass der Zuckerberg garantiert nichts for the better good getan hat. Das ist nicht in unserem Wertesystem so verankert, dass wir diese tiefe Spaltung zwischen dem und dem so richtig handhaben können. Das sehen wir auch in China. Es ist ganz klar gesagt worden, wir wollen die Vormachtstellung, die wir Jahrtausende hatten, wiederherstellen. 100% klar, was da die Agenda ist. Und wenn man auf die Wirtschaftsebene geht in China, ist auch völlig klar, was da die Agenda ist. Jeder kämpft für seine Prosperity, period. Und da kennen wir auch die Regeln. Sind nicht so wie bei uns. Und bei uns rufen wir gerne schnell mal nach einem Regulator, weil wir Angst vor der Geschwindigkeit haben und uns vielleicht auch ein bisschen zu sehr darauf verlassen, dass uns das Sicherheit bringt und wir nicht das Risiko eingehen, so wie Sie das eben gesagt haben, den Nutzen aus dem Nichtregulierten zu ziehen und zu sagen, das ist wunderbar, hier ist noch nichts geregelt, jetzt kann ich machen. Und das haben wir nicht so richtig. Also soweit zu den Werten, hochhalten, aber vorsichtig sein. Herr Schulz, das würde ich gerne nochmal von Ihnen kommentiert hören. Nein, das ist schon völlig richtig. Das Problem ist, dass er jetzt im Valley ein bisschen Stimmungswandel zwangsweise einsetzt, irgendwie mit diesem Schnittpunkt der Trump-Wahl, weil tatsächlich die Philosophie über 20 Jahre war, lasst uns in Ruhe in Washington, wir machen einfach. So kann man am besten die Profite machen, Innovation bloß nicht bremsen. Ohne Regulierung geht es am besten. So, und jetzt merken aber alle, Moment mal, da ist uns einiges um die Ohren geflogen und dieses Argument zählt auf einmal nicht mehr. Und jetzt werden in Washington alle nervös und jetzt kommen die Fragen nach der Regulierung. Und jetzt zählt dieses Argument auf einmal nicht mehr, ohne Regeln geht es nicht, weil alle gemerkt haben, ohne Regeln geht auch irgendwie einiges durch die Lappen. Und dieses Spannungsfeld ist noch lange nicht aufgelöst in den USA. Andererseits, wenn man zufälligerweise diese Anhörung verfolgt hat und gesehen hat, welche Fragen die Politik dort stellt, dann gruselt es einem natürlich auch ein bisschen, ja. Weil man sich fragt, okay, wenn jemand regulieren soll, der das Geschäftsmodell gar nicht versteht, dann wird es natürlich auch ganz gefährlich. Wir haben jetzt hier von der, so ein bisschen von der Faszination des Machbaren gesprochen, Herr Professor Henning. Als Wissenschaftler gibt es ja auch so eine Faszination. Ne? Was ist möglich? Eine Regulierung hemmt einen ja da auch, unterstelle ich mal einfach. Wie geht man denn als Wissenschaftler mit so einem Spannungsfeld um? Vom Denken her sind Normen erstmal im Weg. Ja. Ja, und sie sind eigentlich absolut kontraproduktiv. Und ich bin sehr dankbar, dass der Impuls jetzt heute nochmal gekommen ist. Und ich glaube, der eigentliche Challenge ist, und das ist auch eine Challenge an Ihre Community, dass wir Räume schaffen müssen, in der in Deutschland so gedacht und gearbeitet werden darf, wie im Silicon Valley. Und das ist nicht der Fall. Und wir haben heute ein lebhaftes Beispiel gehabt. Und das muss Ihnen eigentlich unter die Haut gegangen sein. Wieso fliegen die Drohnen von Airbus in Singapur? Wieso macht Airbus seinen Drohnenversuch für die Steuerung mit chaotischen KI-Systemen im Silicon Valley? Warum haben wir die entsprechenden Versuchsfelder nicht in Deutschland?
Und ich glaube, da haben wir ein Thema in den Rollen und im Denken. Und ich möchte das nochmal sagen, in aller Deutlichkeit. Ich habe den Eindruck, dass noch nicht komplett in der DKI angekommen ist. Dass die These falsch ist, dass Maschinen Maschinen sind, die determiniert sind. Nein, dieses Zeitalter ist vorbei. Maschinen mit KI sind in ihrem Verhalten nicht prognostizierbar. Ich sage das aber in aller Deutlichkeit. Und wer immer etwas anderes sagt, macht einen inhaltlichen Fehler. Und das ist nochmal deutlich geworden. Und ich glaube, diesen Challenge, was das heißt ja nicht, dass ich keine klassische Normung brauche. Und das ist nämlich der andere Graben. Hm. Ja, und Gott sei Dank, ich weiß nicht, ob es richtig war, einen Tesla in Deutschland zuzulassen. Als Maschinenbauer graut mir vor dem Auto, wenn ich von der Seite hingucke. Hm. Ja, und diesen Teil, den muss man mit Normen abarbeiten, ganz klassisch, wie es immer war. Aber wir sind zum Beispiel überhaupt nicht dabei, mal zu gucken, wie sehen denn die Regeln für ein Level-Fahrzeug aus, was aus der Produktion rauskommt und in die Fahrschule kommt. Wo sind die denn? Wie sieht denn die Fahrprüfung für Level-Fahrzeuge aus? Hm. Dieser Standard, der ist anders. Da geht es nicht mehr um das Verhalten der Maschine, sondern um die Regeln, mit denen ich die Maschine qualifiziere. Das ist fast wie so eine Maschinenuni. Und ich glaube, das ist ihr Job, das zu machen, und das müsste eigentlich fertig sein. Weil die Unternehmen das heute tun und keine Regeln haben und dann halt welche erfinden oder auch keine. Hm. Herr Hinz, Ihre Reaktion nach... Ich werde hier unruhig. Wollte ich Sie jetzt einfach mal dran nehmen? Wollen Sie die Drohnen in Deutschland testen? Also ich bin ja an vielen Stellen bin ich ja bei Ihnen, aber das ist jetzt so ein Klassiker, der hier passiert, auf die Normung alles abzuwälzen nach dem Motto, die Normung ist schuld. Ich überziehe jetzt an der Stelle ein bisschen. Ich glaube, wo wir sauber unterscheiden müssen, ist, Normung ist nicht dazu da, den notwendigen ethischen, gesellschaftlichen Diskurs neuer Systeme, neuer Technologien etc. pp. Und deren juristischen Behandlungen und Regelungen zu ersetzen. Da wollen wir uns mal sauber von differenzieren. Das müssen andere tun. Und das ist jetzt eine hervorragende Brücke zu Singapur. Warum haben wir zum Beispiel eines unserer modernsten Batterie- und Zellforschungszentren für Mobilitätssysteme als erstes in Singapur eröffnet? Und jetzt ist gerade erst in Freiburg eins nachgerückt und jetzt kommen wir dann in Silicon Valley. Aber da hätte man sagen müssen, vielleicht sogar eher im Silicon Valley. Ganz einfach, weil die Politik und die damit in Zusammenhang stehenden Förderinstitutionen sich einfach unbürokratischer, sich unregulatorischer, hat nichts mit Normung zu tun, offener, zukunftsorientierter gezeigt haben als in anderen Regionen der Welt und unter anderem, weil doch die OEMs setzen, das hat aber jetzt etwas mit dem spezifischen Produktsegment zu tun, in dem wir tätig sind. Also hier würde ich ganz klar davor warnen, diese Diskussion immer auf die Normung zu kaprizieren. Normung ist ein zwingender, notwendiger technologischer und technologieregulatorischer Prozess, der ohne Zweifel agiler, beschleunigter, schneller, unbürokratischer an sich im Prozess ablaufen muss. Aber bitte keine Vermischung, das wäre ungerechtfertigt und macht auch viele gute Pfade in den Standardisierungsaktivitäten kaputt. Darf ich eine Replik machen? Ja, aber sehr gerne. Herr vielleicht erst und dann nochmal, ja. Dann können Sie es vielleicht zusammenfassen, Herr Professor Helding. Ich möchte auch noch mal ganz kurz in das Horn stoßen. Es hat mich natürlich auch elektrisiert, die Aussage, die Normung ist kontraproduktiv und zwangsweise langsam. Beides ist aus meiner Sicht überhaupt muss nicht zutreffend sein. Natürlich ist in vielen Fällen Normung viel zu langsam, gar keine Frage. Wir haben aber andere Methoden, an denen wir auch jetzt intensiv arbeiten müssen, agile Methoden, iterative Normungsmethoden. Und dann kommt eben der andere Punkt, wenn ich verhindern will, dass neue systemische Ansätze nur noch in Monopolen stattfinden, wie wir das heute eben im Silicon Valley teilweise haben. Und das Resultat sehen wir zum Teil mit der Facebook-Affäre im Moment, zu was das führen kann. Wenn man das verhindern will, wenn man möchte, dass solche systemischen Technologieansätze auch in Zusammenarbeit mehrerer Unternehmen stattfinden sollen, und wenn es nur zwei sind, da muss ich Abstimmungen haben zwischen den Unternehmen. Da muss ich Schnittstellen abstimmen. Und das muss nicht eine monatelange Normungsarbeit sein, aber das muss eben in Schleifen, in Iterationen durchgeführt werden. Das ist Standardisierung. Das kann in klassischen Standardisierungs-Normungsgremien stattfinden. Das kann an anderen Stellen stattfinden. Aber wir reden da über Normung als letztendlich Garant dafür, dass wir nicht wirklich in einigen wenigen Monopolen enden in unserer Wirtschaft. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, der auch für Normung spricht, unbeschadet davon, dass wir vieles tun müssen. Aber dieser klassische Impuls zu sagen, Normung ist kontraproduktiv zur Innovation, den würde ich so nicht stehen lassen. Da machen wir was falsch
und wir können das besser. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich wiederhole die These nochmal. Sie ist nach meiner Erfahrung kontraproduktiv zum Innovationsprozess. Ich habe nicht gesagt, wir brauchen keine Normung, sondern es ist die Frage, wann sie in den Entwicklungsprozess eingreift, wann dieser Prozess stattfindet. Und ich sage mal aus eigener Betroffenheit, ich würde nicht noch einmal den Versuch machen, automatisierte LKWs in Deutschland zu entwickeln. Und zwar einfach, weil wir die Kultur haben, dass sie den Freiraum, den sie brauchen, um ein innovatives Experiment durchzuführen, in diesem Land weder von der Politik noch von den Aufsichtsbehörden noch von den technischen Partnern bekommen. So, und dass das Ding am Schluss gedauert sein muss, das ist die falsche Kontroverse. Und davon habe ich geredet. Ja, und das ist der Grund, warum ein Airbus dann nach Singapur geht. Weil die Mühe, den Raum zu erdiskutieren, da braucht er Support. Da braucht er zum Beispiel Support von, ich hätte mir gewünscht, von einer Normungseinrichtung, die uns gesagt hätte, ihr dürft eure LKWs mit anderen Sicherheitsstandards fahren, als die für die Versuche auf deutschen Autobahnen vorgeschrieben sind. Der helle Wahnsinn. Ja, und deswegen würde ich das nicht nochmal machen. Und das ist der Punkt, wo ich nochmal die Brücke schlagen will. Wir haben keine Zeit mehr, wenn wir an der Stelle nicht radikal unser Innovationsklima mit Sonder-, mit Innovationsräumen ermöglichen, dann läuft uns das einfach weg. Und das ist viel gefährlicher als irgendwelches Ding, was dabei ist. Deswegen fand ich Ihren Vortrag so wichtig. Ja, aber wenn ich das kurz ergänzen kann, dann sind wir sehr stark im regulativen Umfeld. Und das ist nicht Normung. Richtig. Das ist Politik. Normung trägt dazu bei, dass im Rahmen der Regulierung wieder vernünftige technische Regeln gelten, die auch schnell und iterativ angepasst werden. Das werden Sie nicht mehr trennen können. Das ist ja der Punkt, wo eben die Normen und Werte zusammenfließen. Ja, wenn Sie heute, wir müssen heute eine Sozialpolizei in Twitter machen, da fließt die Normung und die Wertefrage zusammen in die Algorithmenentwicklung. Und da haben Sie die politische Dimension und die klassische Normendimension in einem Produkt. Und da sitzt die Entwicklungscompany und die muss beides in die Reihe kriegen. Ja. Und nochmal, ich glaube, dass Sie als Community die richtigen Partner sind, die Begleitprozesse dafür zu machen. Nochmal, dass Sie mich, das ist meine eigentliche Botschaft dabei und meine Ermutigung. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass Sie den klassischen Normungsbereich genauso radikal wie in der Vergangenheit halten. Denn er wird seine Legitimation brauchen. Das, was ich auch noch, ja klar. Jetzt Moment, jetzt kommt erst mal Professor Eul, dem habe ich mich jetzt schon eine ganze Weile versprochen. Ja, ja. Und dann, genau, dann geht es weiter. Ich fürchtete gerade, dass das jetzt in Detaildiskussionen zu dem Thema Normen oder Nicht-Normen entgleitet. Ich glaube, ich habe eben was aufgeschnappt, was mich nervös gemacht hat. Und das war, das Silicon Valley als Monopol zu bezeichnen. Der Begriff hat mich nervös gemacht. Silicon Valley ist stark, wirtschaftlich stark, das stimmt. Nummer 19 auf der Weltrangliste zwischen Schweiz und Niederlande, alleine das Silicon Valley. Das muss man sich mal reintun. Ich glaube, das hat man sich so nicht vergegenwärtigt, wie stark alleine diese kleine Region ist. Aber da gibt es keine, in dem Sinne, so eine Mafia oder ein Monopol oder sonst was. Wenn es im Silicon Valley was gibt, dann sind das Tausende von Studenten, kluge Leute, die sie über die ganze Welt rekrutieren, die eigentlich die Hälfte der Zeit in ihrer Vorlesung sitzen mit der Überlegung, wie werde ich der nächste WhatsApp? So, das ist fundamental. Das ist kein Monopol. Da ist niemand, der das steuert, sondern das sind eben Hunderttausende, Millionen von klugen Köpfen, die genau nur dieses eine Ding in ihrem Leben im Sinn haben. Und die lassen nicht locker. Und wenn es davon nur 1% ist, was durchkommt, die lassen nicht locker, bis sie den nächsten Airbnb gelauncht haben. Und das ist das. Das ist kein Monopol, sondern das ist diese liquide, nicht greifbare Millionenmasse. Ja, dann bringen wir das eigentlich auch nochmal hier, bevor Sie Ihre Frage dann auch noch loswerden. Wie bringen wir so mehr unternehmerischen Geist auch hier bei uns, auch in die jungen Leute? Ja, ne? Wir haben heute schon tolle Fälle gesehen. Ja, das ist eine Frage, die immer wieder kommt, auch zu Recht. Aber es ist natürlich erstmal ein kulturelles Problem, das sich irgendwie über 200 Jahre entwickelt hat. Das kann man natürlich mal so eben nicht schnell auflösen. Das hat natürlich dann teilweise
teilweise ganz konkrete Aspekte. Wenn ich hier pleite gehe, dann habe ich ein riesiges Problem und darf alleine schon irgendwie nicht gleich wieder das nächste Unternehmen gründen. Und in den USA ist es halt so, wenn du einmal pleite gegangen bist, kriegst du es eigentlich schneller, dein nächstes Wagniskapital, weil du schon gesehen hast, wo deine Fehler liegen. Der ist schon mal gescheitert, den kann man uns jetzt nochmal versuchen lassen, der hat es aus dem System, das kriegt man oft irgendwie zu hören. Also da gibt es diese kulturellen Unterschiede, die kriegt man nicht aufgelöst. Aber die Welt verändert sich, die globalisiert sich. Und das ist ja der Aspekt ist wirklich, dass die Nachwuchsingenieure von heute das sehen, was anderswo geht. Mhm. Das ist tatsächlich eine einfache Informationssache. Vor 15 oder 20 Jahren, als ich zur Uni gegangen bin, da war Amerika sehr weit weg und da war das irgendwie ein Riesenexperiment, mal nach Amerika zu gehen, zum Studieren oder zum Arbeiten. Heute weiß jeder, was er da drüben kriegt und wenn er rekrutiert wird, dann weiß er ganz genau, was ihn dort erwartet. Und deswegen ist der Zufluss an klugen deutschen Köpfen, den klugen Studenten, der ist halt einfach da. Die kommen noch nicht genug zurück. Das ist halt irgendwie der Punkt. Die kann man ruhig gehen lassen, aber die muss man zurückkommen. Und das ist am Ende ist es halt irgendwie diese Diffusion an Werten, die muss halt irgendwie stattfinden, aber die findet nicht überall von 2 Monaten statt, sondern die wird irgendwie Jahre dauern, aber die muss man irgendwie unterstützen. Was brauchen wir denn für ein Umfeld, damit wir die zurückholen? Politisch ist deswegen, das wäre eigentlich meine Frage gewesen, meine Frage an die vier Herren, die ja alle sehr, sehr erfahren sind, irgendwie ist, ob sie das Gefühl haben, dass die in Berlin immer noch nicht den Schuss gehört haben. Dafür bin ich sehr weit weg. Wir haben jetzt eine digitale Staatsministerin, ne? Super, das wird alles lösen. Ja. Also wie ist das in Berlin? Ist der Schuss gehört? Lager mal Berlin schräger Brüssel. Also jetzt bin ich mal noch provokanter und sage, wir beschäftigen uns halt lieber Frittiertemperatur von Fritten, 165 Grad, damit nicht zu viel Acrylamid entsteht. Was uns meiner Ansicht nach fehlt, ob Sie das jetzt als Metapher mit Berlin auf Berlin kaprizieren wollen oder man kann man auch die eigene Nase mal fassen, ist das Big Picture. Und das ist ja im Grunde genommen, was Sie beschreiben. Mhm. Weil wenn ich das Ziel nicht vor Augen habe, dann darf ich mich am Ende nicht wundern, wenn ich woanders rauskomme. Und das fehlt uns. Dazu fehlt Kreativität, dazu fehlt Mut. An der Kompetenz scheitert es sicherlich nicht. Ansonsten, das beschreiben Sie ja gerade, würden nicht so viele deutsche, gut ausgebildete Ingenieure nicht nur nach Silicon Valley, es gibt andere Kessel in der Welt, abwandern oder rekrutiert werden an der Stelle. Ich glaube, das sind so ein paar Grundfeste, die entweder nicht in unserer Mentalität liegen, Fragezeichen, oder wo wir große, wie sagt man heute so schön, Lernfelder haben. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, die Erdkugel dreht sich halt immer noch gleich schnell, nur das, was auf der Erde passiert, passiert überproportional schneller. Und da bin ich jetzt hundertprozentig bei Ihnen. Ich glaube nicht, dass wir so viel Zeit haben, über diese Dinge noch zu philosophieren. Wir müssen jetzt einfach mal ins Machen kommen. Ja. Irgendwo auf einer Folie habe ich das heute gesehen. Ich glaube, so war sogar bei Ihnen. Also wenn ich Ihnen allen zuhöre, scheint es mir ja auch so, dass wir hier in Deutschland viele Gruppen derer, die wir als Gesellschaft bezeichnen, auch einbeziehen in die Diskussion. Ne? Herr Professor Eul, wie erscheint Ihnen das? Brauchen wir da nochmal einen neuen gesellschaftlichen Dialog oder ist es einfach Machen eigentlich die bessere gerade Ausrichtung? Ja, es wurde gerade schon gesagt, das sind Dinge, die über Jahrhunderte im Prinzip sich in unsere Kultur eingearbeitet haben. Jetzt greife ich das mit dem Big Picture auf. Das könnte ja so ein Dialog sein. Den Dialog, der muss da drüben nicht geführt werden, weil der Begriff des Moonshots ist für jeden Amerikaner ein Begriff. Und es ist in diesen Konzernen mitunter schwer, wenn man ein Budget über 1 Million überzieht. Aber 1 Milliarde für ein Projekt zu kriegen, was ein Moonshot ist, wo im ersten Moment das kann überhaupt nicht funktionieren, das ist viel, viel leichter. Und wenn man sich mal so, ich habe mir das mal so in der Einarbeitung in die Kultur reingetan, wie die Golden Gate Bridge gebaut haben, das will ich jetzt nicht wiederholen, kann jeder mal nachgucken, dann versteht man, was da unter Moonshot verstanden wird. Nämlich etwas sich vorzunehmen, was einfach absolut ridiculous ist. Und das haben wir nicht in unserer Kultur. Das haben wir einfach nicht in unserer Kultur. Ob man das so über einen gesellschaftlichen Dialog reinkriegt, weiß ich nicht. Sollte man das ermutigen? Ich würde sagen, ja. Herr Wendt, das wäre meine Anschlussfrage. Sie sind ja nun auch in der Geschäftsführung eines Unternehmens mit ungefähr 16.000 Mitarbeitern. Ne? Mhm. Wenn wir über gerade Gesellschaft sprechen und die gesellschaftlichen Zusammenhänge hier von autonomen Systemen, ich bin ganz sicher, da gibt es ja ganz viel Zweifel, Ängste, wie
erläutern Sie Ihren Mitarbeitern, die im Zweifel, Herr Professor Henning hat es heute Morgen gesagt, ein Drittel der Arbeitsplätze gehen verlustig im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, möglicherweise war mal eine Zahl, die ich aufgeschnappt habe. Wie gehen Sie damit um oder wie kommunizieren Sie damit Ihren Mitarbeitern? Ja, zuerst mal wirklich mit einer großen Offenheit. Wir kommunizieren über dieses Thema, wir versuchen die Mitarbeiter zu beteiligen. Partizipation ist da, glaube ich, ganz wichtig, sie mit ins Boot zu holen. Und wir versuchen natürlich auch Ängste abzubauen. Auf der anderen Seite haben wir im Unternehmen ganz klare Digitalisierungsstrategien an verschiedensten Stellen. Digitalisierung im deutschen Verständnis, was wir als Industrie 4.0 bezeichnen, da sehen wir ja alle erstmal irgendwo die Produktionsarbeitsplätze. Das ist ja nur wirklich die Spitze des Eisbergs und der kleinste Bereich. Im administrativen Bereich in unserem Unternehmen passiert mindestens genauso viel. In den Entwicklungsabteilungen wird gewaltig was passieren. Wir haben entsprechende Leuchtturmprojekte im Unternehmen, an denen oder in denen wir Mitarbeiter beteiligen, um uns gemeinsam diesem Thema weiter zu nähern und voranzukommen. Wir haben unseren Mitarbeitern ein klares Versprechen gegeben. Wir wollen jeden mitnehmen auf diesem Weg, wenn er bereit ist, den Weg zu gehen und wenn er bereit ist, sich auch entsprechend mit zu verändern. Veränderung, die einfach notwendig ist. Also er muss sich auch mit einbringen. Er soll die Chance bekommen. Wir werden Qualifizierungsprogramme, oder haben die schon entsprechend aufgebaut. Also ich glaube, es ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt, diese diffuse Angst vor dem Neuen, vor dem Unbekannten abzubauen, weil Angst ist erstmal eine komplette Blockade. Und sie kriegen kein Unternehmen bewegt, ohne dass alle Mitarbeiter mitmachen. Für uns ist es eine klare Philosophie, dass die digitale Transformation des Unternehmens von allen Mitarbeitern auch gestaltet werden muss. Eine andere klare Erkenntnis ist, wenn wir uns dem Thema nicht stellen würden, also ohne Digitalisierung, ohne intelligente Vernetzung, das ist sicherlich erstmal der erste Schritt, und dann künstliche Intelligenz und autonome Systeme auch in Produktion und Verwaltung im Unternehmen, da könnte man eben nicht sagen, wir werden auch in 10 Jahren mehr als 16.000 Mitarbeiter im Unternehmen haben und weiterhin wettbewerbsfähig sein und auch wettbewerbsfähig produzieren können. Denn bei allen Hype um Daten glauben wir auch immer noch daran, dass irgendwo noch Produkte entstehen müssen, die produziert werden. Und das ist ein Teil dessen, was wir tun. Die Hälfte unserer Mitarbeiter sind produktive, also Mitarbeiter in der Produktion. Also das ist schon mal eine Grundvoraussetzung, um überhaupt das zu sichern. Wir gehen von 40% Produktivitätsgewinn aus. Wir weisen das teilweise heute schon nach. Und dann stellt sich natürlich die Frage für Mitarbeiter auch, was passiert mit mir dann, was passiert dann und was muss ich selber tun, um eben auch mit zu den Gewinnern der Digitalisierung gehören. Das ist Weiterbildung, das ist Fortbildung, die man bieten muss, neue Qualifikation. Das ist ein Angebot, was wir unseren Mitarbeitern machen. Auf der anderen Seite ganz klar die Erkenntnis, wenn wir es nicht tun, wenn wir diese Schritte nicht gehen, dann werden wir die Arbeitsplätze auch nicht sichern können in Zukunft. Mhm. Ich glaube persönlich ganz fest an die Koexistenz von Mensch und intelligentem System. Wir haben heute Herausforderungen in Produktion, Verwaltung, in allen Bereichen des Unternehmens, die wir nicht vernünftig lösen können. Da fehlen uns einfach intelligente Algorithmen, da fehlen uns Planungslösungen, so ganz banale Dinge wie Bullwhip-Effekte in der Produktion. Gerade in dieser Zeit der hohen Auftragseingänge eine Katastrophe. Und da kann künstliche Intelligenz und da können natürlich auch autonome Systeme, die genau an der Stelle dann auch wirken, enormes bewirken, was dann wieder dazu führt, dass wir wachsen werden, da gehen wir von aus, größer werden. Wir setzen nicht darauf, aber wir wissen, dass der demografische Wandel eine Bremse des Wachstums in Deutschland sein wird, wenn nicht entsprechend zusätzliche Produktivität durch solche Systeme geschaffen wird. Und das sind zwei Effekte, die sich auch wieder kompensieren. Wir sagen allen Mitarbeitern, ihr braucht keine Angst haben, ihr müsst die Veränderung selber mitgestalten. Herr Professor Henning, jetzt haben wir über Mitarbeiterdialog gesprochen, über gesellschaftlichen Dialog. Sie haben den Zukunftsdialog der Kanzlerin mitgesteuert seinerzeit. Ich bin ganz sicher, Sie haben mal auch über den deutschen Rand geschaut damals. Und was gibt es denn international für Beispiele, wie man Menschen mitnehmen kann in so einem Prozess? Wenn ich darf, würde ich gerne, weil Sie das ansprechen, etwas sagen, dass was mehr zu tun hat, wie sieht die internationale Arbeitsteilung aus? Also was ist eigentlich der Punkt, wo wir durch unsere Struktur besser sind? Mhm. Und der kommt nämlich ein bisschen zu kurz. Und das ist eigentlich aus dem Dialog sehr stark rausgekommen. Wir sind ein Land, was in der Technologieentwicklung die letzte Meile geht. Und zwar die letzte Meile mit den Kleinigkeiten. Und das können die anderen nicht.
Und da kann man durchgehen durch alles, Kleinteile, sonst was. Und das ist meines Erachtens auch die erforderliche KI-Strategie für unser Land. Es hat gar keinen Sinn zu versuchen, die großen Durchbrüche hier in Deutschland nachzumachen. Sie sollen ja ruhig machen, gute Arbeitsteilung. Wir haben auch die Milliarden nicht. Ja? Aber das runterzubringen in jedes Element der Produktion. Ich habe Ihnen heute früh nur die Schweißnaht genannt mit KI, mit der Wiederholgenauigkeit. Von dieser Sorte von Problemen haben wir Tausende, die alle gelöst werden müssen. Und daran sind wir Weltmeister. Meine Botschaft ist dabei, und das war nochmal die Ecke, die ich nochmal die Brücke schlagen will, weil das sehr schöne Argumente waren. Sie haben von der Faszination der Menschen gesprochen, auch von Jungen, die dorthin gehen. Warum gehen sie rüber? Nicht, weil sie da, weil die Faszination des Machens und mit Haut und Haar sich einer Vision hineingeben können und sie ausleben können. Plus Geld. Ja? Aber den ersten Teil, den könnten wir in den Unternehmen auch realisieren. Und jetzt spreche ich ein bisschen als Berater. Was wir in fast allen Change-Projekten erleben, ist, dass die Voraussetzungen geschaffen werden, dass Mitarbeiter begeistert sein können für ihre Idee, unabhängig von ihrer Funktion, hierarchischen Stellung und formalen Kompetenz. Und dann fangen sie an zu rennen und dann beginnt das Problem. Meine Damen und Herren, wenn wir da nicht, und das meinte ich heute früh mit agilen Strukturen, wenn wir da nicht radikal aufräumen in unseren Unternehmen, dass diese Energie, die Begeisterung, die Menschen aufbringen für eine Sache, die sich verlieben in irgendwas, und wenn wir sie da nicht laufen lassen und in der Führung nicht radikal die Steine wegräumen, dann haben wir ein echtes Problem. Und wir haben für diesen Zweck bei uns schade, ich habe die T-Shirts nicht mitgebracht. Wir haben so die wichtigsten Sprüche, hätte ich jetzt, eigentlich müsste ich im Moment ein T-Shirt anhaben, was ich Ihnen sage, wo draufsteht, machen ist wie wollen, nur viel krasser. Das wäre schon fast ein schönes Schlusswort gewesen. Herr Schulz, bei den vielen Aspekten, die wir jetzt hier diskutiert und oder zumindest mal andiskutiert haben, was kann denn die Rolle der Medien dabei sein, um hier in Deutschland das Thema ein Stück weit zu treiben, bei den gesellschaftlichen Zusammenhang zu stärken und so weiter? Naja, das, was ich auch in den letzten 5 Jahren halt schon versucht habe, zum einen zu vermitteln, was die da drüben machen und warum sie das so machen und was wir uns davon vielleicht abschauen können und was nicht, aber einfach zu vermitteln, dass es andere Modelle gibt, die man sich zum Beispiel nehmen kann oder wo man zumindest drauf aufpassen muss, damit man irgendwie nicht ganz hinten landet. Und das ist eine der Probleme, die ich jetzt weniger sehe als noch vor ein paar Jahren. Hier war halt die klassische Haltung, also bis vor 2-3 Jahren noch so, ich bin noch irgendwie genau das, Hidden Champion, ich baue den besten Pizzaofen der Welt. Was soll ich mit diesem Digitalisierungsquatsch irgendwie? Das brauche ich alles nicht, ich baue einfach bessere Maschinen. Und das ist 30 Jahre oder 50 oder 80 Jahre lang richtige Haltung gewesen, aber die kannst du heute halt eben nicht mehr durchhalten, weil dann kommt der Koreaner und der baut dann halt eben den Pizzaofen, der hat ein bisschen KI drin, der ist zwar, hält zwar nicht so lange und ist auch nicht so hübsch, aber der macht es dann halt irgendwie genauso gut, nur billiger und irgendwie mit 2 Leuten weniger, die es bedienen müssen, dann hast du halt ein Problem und das müssen wir halt sehen und das müssen wir halt versuchen, stärker nach draußen zu transportieren und ich muss dann halt auch Mittler sein für das, was natürlich auch die Experten dann sagen und das zu versuchen, halt irgendwie ein bisschen auch nach Berlin zu tragen. Das ist natürlich eine Rolle, die wir immer wieder versuchen, aber da hört man manchmal wirklich nicht so genau zu, leider. Ja. Meine Herren, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, ich habe eine kurze Schlussrunde für Sie und wir ergänzen einfach einen einzigen Satz, der heißt, die drängendste gesellschaftliche Herausforderung bei der Entwicklung der autonomen Systeme ist für mich, Herr Professor Henning. Dass wir endlich begreifen, dass Maschinen ein eigenes Bewusstsein haben werden. Professor Alt. Dass wir in Opportunitäten denken. Aha. Herr Wendt? Ich glaube schon die Schaffung von wertebasierten Regeln auch. Ja. Herr Hinz? Dass wir einfach mal machen, den Mut haben, machen und zuzulassen, aber nicht in dieser Haltung. Ohne Scheuklappen. Herr Schulz? Dass wir wirklich ein breites Ausbildungsangebot schaffen, das wirklich schon in Schulen verstanden wird, was eigentlich Informatik
und auch gerade Maschinenbau, Elektrotechnik, all das eigentlich ist, das ist ja völlig untergegangen in den letzten Jahren. Bin vielleicht ein bisschen geprägt von meinem Schwiegervater, der Professor für Maschinenbau ist und der mir seit 20 Jahren vorhält, irgendwie, dass ich lieber hätte Maschinenbau statt Journalist werden sollen. Vielleicht ist er durchgedrungen, aber ich stimme ihm zu. Dafür berichten Sie jetzt über Technik. Ich stimme ihm zu einem gewissen Punkt, ja. Ja, dann ganz herzlichen Dank, Herr Schulz, Ihnen für den tollen Vortrag und jetzt auch für die Diskussionsrunde. Meine Herren, auch ganz vielen Dank.